herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin heute wieder mal an der Dark Side dran, des Buches von meiner Tochter zum Geburtstag. Genau. Und da nehme ich euch mit. Ich habe einiges vorbereitet und schon ins Buch gelegt an, ja, sage ich nochmal, Inhalten, weiteren Seiten und Co. Die möchte ich heute einfach mit euch einkleben, euch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Das lohnt sich. Naja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es sich lohnt, dass ihr da Spaß habt an dem, was ich hier alles so mitteile. Und ja, dass wir in eine Unterhaltung kommen können. Und ja, auf jeden Fall macht mir das hier Spaß, dieses Buch zu dekorieren, zu gestalten. Euch ein bisschen was zu erzählen. Wenn euch das eher nervt, dass ich hier euch einen vorquatsche und hier am, ich sag mal, langsam basteln bin. Natürlich, wenn ich nicht am Quatschen bin, bin ich viel schneller. Wenn ihr lieber das Ergebnis sehen wollt, dann wartet auf das Flip-Through, das wird es auch demnächst geben. Hier bin natürlich erst, nachdem die ganzen kleinen Videos hier rausgekommen sind. Dann gibt es das finale Flip-Through und dann werde ich dieses Buch, sag mal, in Anführungszeichen schließen. Was meine Tochter dann damit macht, das ist genau ihr Ding. Da wird, glaube ich, keiner von euch was von erfahren, was mit diesem Buch dann passiert. So, ich habe hier auf jeden Fall mir vorgenommen, dass ich ein bisschen spitz an dem Buch verteile, weil ich finde einfach, es passt wie die Arsch auf Eimer, dass dieses Büchlein hier ein bisschen Spitze bekommt. Und die darf natürlich ein bisschen über den Rand stehen, das ist klar, das soll sie auch. Aber nicht zu sehr, nicht zu schief. So, und das, was wir jetzt hier gleich finden werden. Ich werde die Ecken werde ich später bereinigen, dass ich mir hier die Seiten noch zu Ende zurechtschneide. Oder? Nein, ich mache das jetzt. Sonst nervt mich das die ganze Zeit so, dass ich damit nicht leben kann. Ja, das sind immer diese Kleinigkeiten, die einem voll auf den Geist gehen, wenn man sie nicht behoben hat. So, also auf jeden Fall werden wir jetzt gleich Spitze finden. Ja, so wie eben. Ich benutze diese Spitze hier, um mal diesen Klappmechanismus für die Seiten zu machen. Und hier habe ich zwei Damen, die ich so ein bisschen übereinander setzen will. Was heißt übereinander? Also, dass die beiden Klappen hier dran einfach so, ja, ein kleines bisschen überlappen. Nun ist die Schmackarzt an der Geschichte. Ja, ich bin ja hier dabei, das Ganze mit Spitze zu machen und die ist natürlich löchrig. Haha, witzig. Dementsprechend kann das natürlich sein, dass es hier durchklebt. Dafür habe ich meine kleinen Grillfolien. Ursprünglich wollte ich ja Silikonmatten bestellen. Hatte ich eigentlich auch. Und was kam, war dann so Grillmatten. Ich weiß nicht, ob da Silikon mit bei ist oder nicht. Keine Ahnung. Das funktioniert aber auf jeden Fall, dass da nichts anbackt. Also von daher erfüllen sie eigentlich den gleichen Zweck. Sie waren nur recht groß, deswegen habe ich sie mir zueinander geschnitten. So, es wäre natürlich schwierig, auf diesen Seiten zu schreiben, wenn die so schräg rausklappen. Dafür wird es dann einfach eine Schreibunterlage geben. Also muss ich da irgendwie ein Buch drunter legen oder ähnliches. So, genau, ein bisschen Klebstoff-Krümmelkram. Hier wäre nämlich der erste Anwendungsfall von meiner Backmatten. Blöd ist an der Geschichte, ich habe nur vier. Also ich habe mir vier DIN A5 Schnipselchen davon geschnitten. Und das muss tun. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sonst muss ich irgendwas anderes noch zwischen die Seiten legen, dass da ein bisschen Luft bleibt. Dass sie nicht gleich aufeinander gedrückt werden. Backpapier wäre auch eine gute Geschichte, ne? Also, kann man so machen. Machen andere auch. Da sind die beiden Ladies drauf. Also ich habe hier auch wieder ein schönes Digitalpapier gefunden und benutzt. Das sind, ich glaube, Victorian Ladies sind das. Bin mir gerade gar nicht ganz so sicher. So, wenn ich das jetzt hier so umklappe. Naja, ich muss da doch zwei nehmen. Hilft nichts, jedenfalls für kurz, also bis das wenigstens so angezogen ist. Nehme ich jetzt einfach zwei und blätter weiter. Spitze am Rand wäre gar nicht das Problem gewesen. So, ich gucke mal eben, ob der Bildausschnitt noch stimmt, weil manchmal bewegt sich der Kameraarm ein wenig. Jo, das sieht ganz gut aus. Der sieht ganz gut aus.
Ich habe ja tatsächlich einiges vorbereitet. Ich wollte schon mal an beiden Matten. Was ich auch noch benutze. Oh, Entschuldigung, Bonnie. Mein Kätzchen liegt unter meinem Schreibtisch. Und zwar genauso auf meiner Fußbank mal wieder. Was ich manchmal auch benutze, ist mein Metalllineal. Ich glaube, das ist hier an der Stelle, glaube ich, ganz, ganz geeignet. Ich habe nämlich diesen kleinen Flap hier auserwählt, um nochmal zwei Ladies hier zu beherbergen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so. Ne? Ich glaube, das ist besser. So, und wenn ich hier relativ nah an die Buchmitte packe, dann hilft mir mein Metalllineal, sie dort zu halten. Und den Kleber davon abzuhalten, die andere Seite anzugreifen. Ich hätte sogar noch eine weitere Silikonmatte, weil ich glaube, die ist ein bisschen schmuddelig, weil ich damit Siegel gemacht habe. Also wer das noch nicht weiß, Siegel kann man wunderbar auf einer Silikonmatte machen. Die trägt dadurch keinen Schaden, also jedenfalls meine nicht. Hat wunderbar geklappt und dann kann man die Siegel halt von der Matte ablösen, wenn die ein bisschen kälter sind. Und überall hin verfrachten, wo man sie hinhaben will. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Bringt ihr mich direkt auf die Idee, ich muss hier natürlich noch ein paar Siegel irgendwie verteilen. Also geht ja gar nicht ohne. Vielleicht auf dem Cover. Wir werden mal sehen. Genau, apropos Cover. Das, was ich da machen wollte fürs Cover, ist gelungen. Also für beide Seiten des Covers. Und ich werde euch da auch mal mitnehmen, euch das anzuschauen, was ich da fabriziert habe. Beziehungsweise ich werde euch mitnehmen, dabei, wenn ich es aufbringe. Könnte ein Siegel, könnte auch noch Teil der Geschichte werden. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Also so ein bisschen, nein, geteasert habe ich noch nicht gespoilert. Außer vielleicht das mit dem Siegel. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Das heißt, ihr werdet ein kleines Video finden, bekommen, wo es darum geht, noch ein größeres Teil aufzubringen. Auf das Cover. Und ja, mehr sage ich jetzt dazu nicht. So, alle hier dieser Karten, das sind normalerweise große JPEGs, die ich dann auf 4 pro Seite, beziehungsweise es sind immer so zwei Doppelmädels, also dann immer zwei pro Seite irgendwie geholt habe, und jede Karte habe ich hier, sagen wir mal, die Ränder distressed und ein bisschen gestencelt, aber so dezent, dass man halt noch drüber schreiben kann. So, und jetzt seht ihr meinen Metalllineal-Trick. Lege ich jetzt hier einfach rein. Das Metalllineal wird nicht nennenswert festkleben. Genau, hier haben wir auch wieder so ein Hasi, so ein Victorian Gentleman. Und den werde ich jetzt, setze ich ihn erst an der Kante, wenn ich mal ein bisschen schief. Der darf ein bisschen schief sein. So, im Großen und Ganzen geht es jetzt erstmal darum, mal die Basics ein bisschen zu erweitern. Ja, das ist jetzt kein riesen Hexenwerk, hier zusätzliche kleine Seiten einzubauen, die man klappen und machen kann. Und dann mal die kleinfieselige Deko, die ist noch gar nicht erfolgt. Also das ist sowas, das werde ich auch, da werde ich mir Musik anmachen. Und werde das Ding ja von vorne bis hinten durchdekorieren. Noch mal überlegen, ein paar Sprüche irgendwie zu benutzen, zu verpacken. Ja, und ansonsten bin ich gleich mal gespannt. Ich hab natürlich noch weitere Elemente, ne, ist klar. Und zack. Gentleman klebt. Das Ganze. So, jetzt haben wir hier schon mal die erste Buchmitte erreicht. Also die erste Buchmitte ist gut. Die erste Signaturenmitte. Und da fällt mir gleich noch das nächste ein. Ich glaube, zusammen mit dem Cover könnte ich wunderbar, jetzt der nächste Gentleman, könnte ich wunderbar das Thema der Charms angehen. Also mindestens mal der Charms, die ich
an die Strippen aus den Signaturen hängen will. Ich habe nämlich eine süße kleine Charmsammlung. Und da bin ich mal echt gespannt, was Fee dazu sagt. Wie ihr, sag mal, das ganze Buch überhaupt gefällt, das ist eh die große Frage aller Fragen, weil da denke ich mal schon, dass es ihr gut gefallen wird. Ich muss jetzt noch ein paar Fotos von ihren Freundinnen einsammeln. Aber auch so die Charms, die ich ausgesucht habe, da sind so ein paar richtig lustige dabei. Und die müssen natürlich auch alle irgendwie einen Wohnort bekommen. Gegebenenfalls auch, das will ich den Rahmen natürlich nicht so überdenken, gegebenenfalls auch hier an den Seiten, wo ich jetzt die ganzen Spitzen dran packe. So, nun ist das Ende meiner Backmatten erreicht. Ha. Jetzt kommt ein Element, was ich euch gerne neu vorstellen möchte. Letter to my future self. Ich habe so ein paar kleine Umschläge gemacht, die dann auf den Seiten wohnen. Ihr werdet gleich sehen, wie ich es mache. An der Seite ist ein kleiner, wie so ein Teezettelchen dran. Und ja, da steht ein Date drauf. Das heißt, man kann da drauf schreiben. Entweder, wann man es geschrieben hat. Ja, wäre eine Idee. Oder auch, wann man es öffnen will. Beides ist sehr denkbar. So. Habe ich hier gerade in geistiger Umnachtung vergessen, dass ich da draußen eine Mini-Pocket machen wollte. Ich hätte fast schon das ganze Ding eingekleistert. Gottes Willen, wie konnte ich nur? So, jetzt will ich das so aufkleben, dass dieser kleine Zettel nicht unten raushängt, weil der doch ein bisschen filigran ist. Ich habe dazu übrigens eine Ticketstanze benutzt. Habe ich durch meine Stanzmaschine gezogen. Ticketstanze. Und jetzt kann man das Ganze aufklappen, Zettelchen rausziehen. Dann lassen wir Bescheid. So, hier habe ich wieder ein bisschen Spitze vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Na, das wird insgesamt wird das ein Video, wo ich viele dieser Elemente, die ihr jetzt gesehen habt, einbringe. Da ist nichts Riesenaufregendes dabei. Oh, ich sehe gerade, da ist noch eine Spitzenborte, die hatte ich vorne völlig vergessen. Müssen wir gleich nochmal zurückblättern, hilft nichts. Und gerade Kleberstriche ziehen kann ich auch nicht gut. Schwupps. Insgesamt habe ich ziemlich viel Spitze vorbereitet, die ich hier rein manövrieren möchte. Huch, war nicht so. Nicht so tief hier reinfallen. Einfach weil ich das mag, wenn Bücher so Spitzenkanten haben. So. Umklappen, weil sonst kommt hier meine Rechtshändigkeit als Nachteil ran. So, ich habe ja gesagt, wir wollen mal zurück. Back to the future. Nein, back to where we started. Und zwar habe ich, fand ich die Seite noch so ein bisschen langweilig. Gut, da kommt noch Deko drauf, klar. Aber ich fand hier so an die Kante meine, ups, fehlt schon die Perle auf dem letzten Stück. Ja, wir werden es überleben. Das Schätzchen hier drauf zu bringen, wäre doch eine ganz coole Idee, oder? Findet ihr etwa nicht? So. Muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass das Buch nicht zu dick wird mit dem ganzen Tüdelü und so. Andererseits, es ist jetzt schon so ein Trümmer, also es ist wirklich, wirklich schwer. Da kommt jetzt auf das bisschen noch nicht mehr an. Und man muss auch sagen, dass ich
Also stand jetzt die Brightside da drüben noch gar nicht weiter dekoriert habe. Bin auch wirklich mal gespannt, ob ich das echt zeitlich schaffe, weil ich sag mal so, bin ein paar Tage echt Knockout gegangen. Und war nicht so richtig in der Lage zu basteln. Also nicht so richtig, ist gut gesagt. Eigentlich gar nicht. 3 Tage ging gar nichts. Nix, nix, nix. Also nicht mal aufstehen und sich was zu essen machen. Und das hat schon was zu heißen. Ist ein bisschen blöd, dass jetzt die letzte Perle fehlt, aber mein Gott, Schwund ist immer. Ist ja schließlich ein Junk Journal, ne? So schön und edel, wie es sein mag, es ist und bleibt ein Junk Journal. Es kann auch sein, dass mich diese Perlenreihe hier irgendwann so annervt, dass ich sie wieder rauspacke und eine andere Spitze dran mache. Aber jetzt für den Moment soll sie doch bitte da wohnen. Nee, auch du. Auch du, kleine Blüte, sollst da wohnen. So, wir haben jetzt einen Anhaltspunkt hier, das Lineal. So, ein bisschen darf noch. Was ist denn hier vorne mit? Kann ich die hier schnell entfernen? Hier trocken. Ja. Locker gelegt geht. Gepresst ist sehr blöd. So, unser Gentleman hier. Der braucht, glaube ich, noch einen Moment. Genauso wie dieser Gentleman. Ja, das Ding ist natürlich hier ohne Klebestreifen und das sieht recht, fühlt sich recht stabil an. So, hier, das hat man ja gestern schon gemacht. Also von mir aus gesehen was gestern. Von euch aus gesehen. Ein anderer Tag. Blättern wir mal weiter. Guck mal. Hier haben wir wieder ein Letter to my future self. Und eine rote Borte, die auch wieder hier dran möchte. Ja, ich habe jetzt nicht schwarz und rot abgewechselt. Also, wer jetzt hier, sag ich mal, so einen Symmetriemonk hat, der möge bitte aussteigen. Der Symmetriemonk hat bei mir nicht zugeschlagen. Ich habe einfach das ans Papier angepasst und einfach mal geguckt, so, wo passt jetzt sinnvoll als Deko-Element ein bisschen Spitze dran. Aber bei manchen Sachen, selbst wenn man die Seiten abzählen würde, 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder keine Ahnung, jede fünfte Spitzenborte machen würde, hat man einfach manchmal Papier, wo es überhaupt nicht optisch dran passt. Und manchmal hat man Papier, wo es physisch nicht dran passt. Und ja, das sind so meine Überlegungen an der Stelle. Ich weiß nicht, habt ihr solche Überlegungen auch oder die einzig Bekloppte, die auf solche Sachen achtet? Nein, ich mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Allerdings ist das bei einem sich bewegenden Objekt, was man eigentlich nicht drücken möchte, gar nicht so leicht. Weil wenn ich jetzt da drauf drücke, dann drücke ich die anderen Seiten, die noch so ein bisschen feucht sind, auch noch gegeneinander und dann könnt ihr euch ausmalen, was passiert mit den Gentlemen, die ich da davon abhalte, versuche davon abzuhalten, die andere Seite zu festzuhalten. Achso, man sollte vielleicht auch über die Kante gehen, ne? Oder wenn man die Kante erreichen will, schon echt cool. Schnupsi. Schnupsi ab. Aber wisst ihr was? Ich habe hier so eine coole Klemme an meinem Mikrofonständer. Die hält mir jetzt diese sich bewegenden Seiten davon ab. Okay, läuft die Aufnahme eigentlich noch? Jo. Jetzt mache ich den Spaß wieder so, wie eben. Dass das wirklich noch so eine Mini-Pocket wird, weil ich bin mir sicher, ich habe noch kleine Tags oder irgendwas, die einfach gerne da einziehen würde. So. Ja, es ist ja immer so, wenn man sich irgendwie so eine Deadline setzt und sagt, ja, bis dann und dann will ich fertig werden, oh, da habe ich noch so und so viel Zeit. Passt, verdammt. Jetzt habe ich da einen Kleberklecks hingepackt, wo keiner sein soll. Das ist sehr ungünstig. Ich klebe das hier erstmal auf. Wieder ein bisschen schräg.
Ich mag ja schräg. So, wie kriege ich dich da wieder weg? Am besten mit einem Messer. Naja, hat so semi funktioniert, ne? So, jetzt nehme ich einfach mal das Tuch. Ich weiß nicht, wie ihr das regelt. Was habt ihr am Schreibtisch stehen? Vielleicht wird das ein Teil, wo ich dann noch was hinklebe später. Oh, schade. Egal. Wie regelt ihr das am Schreibtisch? Also ich habe hier eine riesen Taschentuchbox stehen, also so eine mega big Taschentuchbox. Und die hält mir den Rücken frei, sag ich mal. Lebst hier jetzt vernünftig fest. Sitz. Na genau. So langsam wird es hier ein bisschen sperriger. Ich versuche das jetzt mal so, dass sie mal fest sollen. Also könnt ihr die Seiten da auch sehen? Ja, könnt ihr, ist nur ein bisschen verrutscht, ne? So. Okay. Weil hier möchte ich jetzt wieder rote Beutel machen. Ja, ich weiß, es schon wieder die rote Beutel. Die dritte in Folge. Ich dreiste mich. Weil ich irgendwie wollte ich an die hier keine schwarze machen, aber die schwarze kommt bestimmt auch gleich. Und das ist ja auch immer diese, weiß ich nicht, die dunkle Seite ist ja vielleicht auch das, was nicht ausgeglichen ist. Könnte ich mir vorstellen. Und dementsprechend darf da auch dreimal rot hintereinander kommen. Dazwischen ist ja auch noch schwarz, das kommt noch nicht raus. So, so ist das hier. Mein Mann macht schon Videokonferenz nebenan, das ist auch cool. Weil er das immer so laut stellt, dass das wirklich bis hier rüberschallt. Was ein bisschen nervig ist, muss ich sagen. Jetzt habe ich da wirklich so ein bisschen rumgeschmiert. Das ist nicht so gerade geworden, wie ich mir das vorstelle. Bei den Seitenkanten ist das, ich sag mal, manchmal gar nicht so ganz schlimm, aber hier habe ich wirklich rumgeschweint. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Ich habe rumgesaut. Jetzt nicht Berliner. So, ich werde mal kurz eine Pause machen und mal die Tür meines Mannes zu schließen, weil sonst stört er mich die ganze Zeit hier. Ich hoffe, dass das bei euch jetzt rausgefiltert ist. So, Ruhe im Karton. Was denn das Wort ist. Ich habe jetzt einfach die Tür zugemacht. Und ja, dann ist zwar kein Durchzug mehr hier oben auf der Etage, aber wenn man so laute Videokonferenzen machen möchte, dann muss man halt damit leben. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem, was man sich so vornimmt und wo es hinführt, ne? Ja, also wenn man sich so vornimmt, man macht das bis dann und dann, so und so viel Zeit, die und die Abende. Oh, wie schön. Dann kommt garantiert irgendwas dazwischen, grinst und haut einem Knüppel in die Beine. So ungefähr. Ja, auf jeden Fall ist das so mit meiner Krankheit gewesen. Hat sich ein Zeckenstich im Kopf entzündet. Und der ist doch schon Wochen her, also echt unangenehme Geschichte. Aber auch gleich so übel, dass ich da eine Blutvergiftung von mir tragen habe. Nein, den Part habe ich nicht bestellt. Nein, nein, ganz und gar nicht. So, das lege ich jetzt hier aufeinander und halte das zusammen fest. Einfach auch deswegen, weil das hier liegt es locker. Also hier wird es nicht festkleben. So, wieder ein Gentleman am Start. Gott, jetzt muss man zwischendurch einen Schluck von meinem Smoothie trinken. Ui, der schmeckt aber sehr grün. Holla, der Waldbär. Und der ist scharf.
Okay, also wir machen nämlich sehr häufig unterschiedliche Smoothies. Grün mit Früchten. Also alles das, was lecker und gesund ist. Hauen dann auch gerne mal ein paar Vitamine zusätzlich rein. Nur manchmal ist die Mischung ein bisschen eigentümlich. Also dass es, sag ich mal, nach Grünzeug schmeckt, wenn man Grünzeug reintut, das ist jetzt nicht verwunderlich. Nur so diese Schärfe im Untergrund ist schon interessant. Dennoch weiß ich, das Zeug ist gesund. Also Zähne zusammenbeißen, Smoothie trinken. So, auf dieser Seite muss ich mir noch was mit diesen weißen Balken da unten überlegen. Vielleicht mache ich da draus eine Tasche oder ein Knist. Oh, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Wenn wir schon auf dieser Seite sind. Ich habe ja noch so ein super cooles Knisterpapier. Das war mal eine Verpackung. Also, ich glaube mal, ursprünglich war das mal ein Blumenpott. Und da könnte ich mal so einen Streifen rausschneiden. Gucken, welcher passen würde. Also, der war schon zu lang. Der ist zu kurz. Was mit dem? Der würde passen. Und dann mache ich mir einfach da so einen Knisterstreifen drauf. Und den würde ich dann auch gar nicht tutti completi festkleben. Ich glaube, ich würde den knüllen und an einem Streifen festkleben. Wie kann denn bitte mein Telefon klingeln, wenn ich das auf bitte nicht stören gesetzt habe? Das funktioniert ja nicht. Na, es kommen schon mal merkwürdige Effekte zusammen. Habe ich doch gerade mal geguckt, ob ich den Anrufer auf Favoriten gesetzt habe, also dass ich quasi auch bei Bitte nicht stören angerufen werde. Nö, habe ich nicht. Und dann frage ich mich, wie das Bitte nicht stören funktioniert. Weil eigentlich war mein Plan, dass ich euch von Nachrichten und Anrufen, sag mal, euch davon, ne, befreie ist vielleicht falsch, aber euch davon verschone, ist vielleicht besser. Wenigstens in der Zeit, in der ich aufnehme, sollte nicht unbedingt hier was an Anrufen reintrudeln. Weil es ist ja nicht so, dass ich, sag ich mal, nur mit meinem eigenen Telefon hier am Start bin, sondern ich habe auch noch zwei Firmentelefone. Zwei verschiedene Firmen in dem Sinne. Dementsprechend ist das ein bisschen tricky. Streifen fertig, Streifen fein. Also er passt wirklich genau drauf. Das ist jetzt die große Frage aller Fragen. Knödel ich das so ein bisschen? Mache ich nur in der Mitte fest, dann kommen oben oder unten zum Vorschein. Ne? Ich kann es auch einfach knödeln und in geknödelter Form aufkleben. Also dass es so ein bisschen gecrushed ist. Komm, vielleicht mache ich noch so ein paar Sachen irgendwo hin. Aber wenn ich das hier. Aber das ist ganz gut. Das gefällt mir. Ich mache das so. Ich mache das so. Ich umrahme jetzt hier das Weiß. Habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich. Gott. Ich umrahme jetzt das Weiß hier mit Kleber. Und dann setze ich beide Seiten, also beide Kanten auf die Kanten. Und schau mal, was daraus so wird. Das wird wieder ein schönes langes Bastelvideo. Easy peasy. Ganz gemütlich. Nun lernt man nichts Dolles. Was ist denn das? Da ist mir was eingerissen. Okay. Sag mal, doch auf den zweiten Blick Scotch-Tape erkannt. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt habe ich die Kante auf jeden Fall. Und die andere weiße Kante noch. Und dann bildet sich so, also dann bleibt es in der Mitte hohl und dadurch bleibt das Knistern erhalten. Also jedenfalls ist das meine Hoffnung. Ich finde das Knistern eigentlich ziemlich cool. So. Gut, auf jeden Fall wird das hier langsam wirklich so ein Dark Side Journal mit Spitze und Ladies und Gentlemen und
Wenn ihr die ganze Deko, die ich hier noch reinpacken will. Also ich habe so viele kleine, schöne Fussy Cuts, die hier so gut reinpassen. Und da bin ich echt gespannt. Echt gespannt, echt gespannt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie es ankommt bei euch und auch bei meiner Tochter. Ja, das werde ich erst in ein paar Wochen erfahren, weil ich werde natürlich die Videos schön timen, dass ihr die häppchenweise bekommt. Und derweil werde ich an einem weiteren Geheimprojekt weiterarbeiten, was dann zu einer viel späteren Stunde ausgestrahlt wird. Ja, das Ding ist, ich habe mir dieses Jahr ein paar Geheimprojekte hier irgendwie aufgelastet. Bleiben wir bei der deutschen Sprache, sie ist cool. So. Zack. Wir hätten da mal was vorbereitet. So, ob ich die Kante jetzt hier auf der Wolfsseite noch abschneide oder nicht, muss ich noch mal gucken. I don't know, ich bin noch nicht. Also der hier scheint schon trocken zu sein, der Gentleman. So, genau. Schön. Ja, wenn ich alleine bedenke, wie lange das Pferdejournal, das Katzenjournal gebraucht haben, bis ich die wirklich völlig fertig dekoriert habe. Also wo ich denen gesagt habe, so jetzt ist Schluss hier, jetzt passt hier wirklich nichts mehr rein. Selbst dann hätte bestimmt noch was gepasst. Hier wieder ein Letter to myself. Das wollte ich hier damit auf diese Middle Pocket packen. So, schauen wir mal. So, mein nächster Streich, wenn ich jetzt hier mit euch die Deko hier eingebracht habe, mein nächster Streich wird dann ein paar Sachen für die Pockets zu dekorieren. Das ist auf jeden Fall der nächste Plan. Und ich denke auch mal, dass ich das dann für mich so easy peasy self-made mache. Und euch dann später beim Flip-Through berichte dann die Ergebnisse. Genauso wie ihr dann das fertig dekorierte Journal beim Flip-Through erst sehen werdet. So, ich habe hier wieder eine kleine Pocket gelassen. So, so. Es klebt quasi nur auf der Lasche. Ist nicht umgeferkelt. Ein bisschen abrubbeln. Auf dem Papier geht das echt gut. Auf dem, sag schon, Tonkarton. Der verzeiht mal so gar nichts. So. Schwups. Schwups. Oh, wir haben wieder eine rote Spitze. Na, hier vier hintereinander. Jetzt wird es ja langsam ein bisschen lustig. Jetzt wird es wirklich ein bisschen lustig. Also jetzt ist der Moment, wo ich mal drüber nachdenke, ob ich jetzt hier wirklich eine rote hinpacken will oder nicht doch lieber eine schwarze. Was sagt denn ihr dazu? Was sagt ihr zu der Ausgewogenheit der Spitze? So, weil hier kommen nämlich auch gleich noch welche, aber hier kommen kurze rote. Ne, Leute, die rote muss jetzt weichen. Ich nehme eine schwarze. Komm her. Komm mit, du frierst. Nehme ich die hier. Auch wenn das hier, also ich finde es ein bisschen langweilig, schwarz auf schwarz zu machen, aber jetzt ist ja echt langsam mal Schluss mit lustig. Weil es nämlich gleich wieder einen kurzen roten Abschnitt gibt. Und dann wird es zu viel rot. Es wird mir zu viel rot, Leute. Ja, auch wenn man dann sagen muss, also nicht, dass ihr fertig dekoriert habt, dann werdet ihr sehen, dass es ziemlich viel Schwarz- und Rotanteil hat. Und das soll auch so sein. Und wir wollen es mal nicht übertreiben, das speziell, ne? Zumal ich die Spitze auf den kleinen Papierchen immer dem Umgebungspapier angepasst habe und da auch auf keine Reihenfolge in irgendeiner Weise geachtet habe. Na, so ist das. Manch einer von euch lieben Bastlern hat ja auch den Luxus, den ganzen Tag basteln zu können. Oder unter der Woche auch mehr Zeit am Tag darauf verwenden zu können. Diesen Luxus habe ich leider nicht. Bei mir kommt es in die Abendstunden und ans Wochenende, wobei auch da nur der Samstag
so richtig funktioniert, weil am Sonntag schon wieder Reitunterricht bis sonst wohin ist. Und das ist auch immer schon ganz schön aufwendig. Dementsprechend, ich nehme mal einen Schluck Green Smoothie. Prost. Und so kommt es, dass ich einfach wirklich gucken muss, wie teile ich meine Zeit ein, wann mache ich was. Kriege ich das alles geregelt, wie ich das will? Das ist eine wirklich gute Frage. So, du bist hier in der Mitte platziert. Und hier brauche ich gleich wieder meine kleine Grillmatte. Ja, ich finde es einfach auch schön, so vor sich hin basteln zu können, auch ohne Ziel. Allerdings gehen mir irgendwie die Ziele nicht aus. Ich glaube mal sagen, also die Ziele im Sinne von, da hatte ich meinen Geburtstag, so wie jetzt mein Geburtstag meiner Oma ansteht, da werde ich nicht zielmüde. Naja, müde schon, aber naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Mann, habe ich mich diesmal dafür entschieden, dass mein Mann zum Geburtstag diesmal nichts Gebasteltes bekommt. Sondern er kriegt einfach ein paar Bücher. Das ist für ihn aber völlig fein. Und wir haben den Plan, dass wir in den Europapark fahren. Mal gucken. So, jetzt bin ich bei der Spitze, die hier über den Rand stehen wird. Das meinte ich damit, wenn ich jetzt noch ein rotes mache, dann habe ich hier noch ein rotes. Und da mache ich jetzt einen ganz dünnen Streifen drauf, damit das wirklich über den Rand stehen kann und ich jetzt hier nicht gleich alles einklebe. Ja, so. So ist auch einer der häufigst genannten Ausrufe, die man so benutzen kann. Ne? Vor allen Dingen, wenn man sich das üben und so weiter abgewöhnen möchte, dann benutzt man andere Sachen, wie zum Beispiel so. Ja, ich glaube aber, dass ich dennoch schon gut dabei bin, mir das so abzugewöhnen. Das wäre der nächste Streich, mir das so abzugewöhnen. Ja, dass ich gut dabei bin, mir das eben abzugewöhnen. Ich auch hier raus, oder? So, ihr Mädels. Hier. Da ist nämlich ein bisschen sperrig mit dem Schatzi. Ist auch trocken. Sehr schön, habe ich schon eine Backmatte gelöst. Backmatte, Grillmatte, was auch immer, hält halt. So. Judy, habe ich wieder zwei zur freien Verfügung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt einen brauche. Ich mal sehen, aber ohne mein Metalllineal ist das Ganze hier schon wesentlich komfortabler. So, da kommen die Ladies. Jetzt klippe ich mir das hier mal wieder fest. Schwupps. Und habe wieder einen Letter to my future self. Ja, ich glaube, hier mache ich einfach so ein bisschen schräg. Und auch so halbwegs mittig. Mal gucken, wohin das führt. So, ein bisschen Ästhetik muss ja dran sein. Es muss nicht immer obersymmetrisch sein. Das ist ja eh beim Junk Journal so schön, dass es einfach, es kommt irgendwie auf das Herz an. Ne? Also ihr habt einen Blick dafür, wo fehlt noch was? Haben wir hier irgendwo eine Lücke? Der Blick ist zwar bei jedem so ein bisschen anders. Ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir uns mit vielen Sachen einig sein bei allen. Sagen wir mal Junk Journalern. Bei den Scrapbookern wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Wir haben noch ein anderes ästhetisches Grundverständnis und Sichtweisen, was auch völlig in Ordnung ist. Da muss es gerade und es muss passen. Und macht auch total Sinn, also sieht auch total klasse aus, wenn ein Scrapbooker so richtig loslegt. Da nehme ich mein Lineal und gehe leise weint. So, jetzt habe ich hier, siehst du, da ist es schon das so. Jetzt habe ich hier die Lady und ich habe hier endlich mal wieder ein bisschen schwarz.
Diesmal auch die breitere Spitze. Einmal für die Seite. Jo. Kikeriki. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört. Das ist ein Hahn, aber ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt. Ne? Pferde wie ein Hahngekrähe. Ist schon sinnvoll hier auf dem Land, weil sonst würde man das ja gar nicht als Land identifizieren. Und hier sind keine Bauernhöfe an sich, aber unsere Nachbarn haben Hühner und wir haben Pferde, Katzen, Mücken, alles was man so braucht auf dem Land. Nein, Mücken braucht man nicht wirklich. Also auf die könnten wir wirklich, wirklich gerne verzichten. Also wenn jemand eine Tüte Mücken haben möchte, melde sich gerne bei mir. Verstecke ich auch gerne kiloweise. So, jetzt haben wir hier natürlich so eine Spitze, die schön durchsifft, suppt, was auch immer. So. Na, da ist noch so ein kleiner Schnupsi, der muss auch noch weg. Okay, und diese liebe Lady hier. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir da, müssen wir schon zwei Backmatten reinlegen. Hier ist genauso wie bei dem Herrn, den ich da gerade auf die Kante gesetzt hatte. Eine ganz dünne Kleberspur muss hier tun. So, naja, auf jeden Fall, wenn man hier so ein bisschen was eingeschränkt ist zeitlich, dann tut einem das natürlich weh, wenn man ein paar Tage ausfällt. Muss ein bisschen zügiger arbeiten. Ich glaube, das wird dann auch die Konsequenz auslösen, dass ich euch nicht mitnehme, wenn ich die Kleinigkeiten hier dekoriere. Also jetzt bei solchen Sachen hier nehme ich euch jetzt mit. Seht ihr ja, ihr seid ja dabei. Nur wenn es dann darum geht, die ganzen kleinen Sachen einzukleben und euch dann auch noch einzuerzählen. Ich bin einfach wirklich wesentlich schneller, wenn ich mir Musik anmache und nicht quatschen. Ist ja irgendwie logisch, oder? So, ich glaube, das muss ich mir so machen. Ich will aber nicht, da ist nichts mehr hinter, was ich irgendwie verbasteln muss. Genau. So, jetzt habe ich schon wieder keine Backmatten mehr. Hier noch irgendwie. Hab ich hier noch welche, die lose sind? Also, oh shit, jetzt habe ich hier Lettert schon mal Future Self, habe ich hier zugeklebt. Das war nicht der Plan. Gut, dass ich es gemerkt habe. Was sind die anderen Backmatten? Wo sind sie? Wo sind sie? Schwarzes Knödelpapier, Seidenpapier. Naja, sie werden schon wieder auftauchen. So, schauen wir jetzt mal hier auf die Zwischenseite. Also da haben wir schon wieder einen Kerl. Und hier haben wir auch einen Kerl. Okay. Ja, den wollte ich hier irgendwie über die Kante packen. Liebe Klemme, du hast einen Job. Wieder das gleiche Spiel, ganz dünne Kleberkante. So, wir neigen uns auch schon hier dem Ende. Das sind hier diese Zwischenelemente und sowas, die ich reinbringen wollte. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich hier noch irgendwie so ein Knallerelement, so ein Auffalldings reinmache. Andererseits ist das in der Mitte vom Buch. Immer das Auffaltelement. Und, an dieser Seite haben wir ein Wasserfallelement. An der anderen Seite haben wir auch irgendein schönes, tolles Begeisterungselement. Was ich gerade schon wieder vergessen habe. Aber wir haben auf jeden Fall eins. Deswegen, ich will es auch nicht übertreiben. Es soll ja einfach ein Schreibbuch sein, ne? Leute, es soll ein Schreibbuch sein. Es hat keinen Anspruch auf völlig ausgefeilte Journal-Kunst. Das
sie gerade wieder auf dem Schleifstein. Allerdings hat Bonnie gerade meine Füße gewärmt, das war auch ganz nett. So, gucken wir mal mit dem bisschen. Ja, das geht ohne direkt festzukleben, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. So, hier hätten wir den nächsten Spitzenstreifen in Schwarz und den werten Herrn würde ich einfach irgendwie auf die Seite packen. Gerade schräg, ich weiß nicht. Oh, ich glaube schräg. Schräg klingt nach Plan. Ah. Jetzt kriegen wir Besuch. Ich mach mal eben Pause. Dieses Video scheint geprägt zu sein von kleinen Unterbrechungen oder größeren. Das soll schon mal vorkommen. Ich bin aber auch gleich fertig mit dem ganzen Kram hier einzukleben. Ich glaube, viel mehr habe ich nicht mehr. Bin ich alles täuscht? Dummerweise, gerade als wir Besuch bekommen haben, hier mein Cremepot offen gelassen. Also mein Kleberpot, nicht mein Cremepot. Ich muss ihn erst wieder ein bisschen kleberfrei räumen. Das passiert mir eigentlich relativ selten, dass ich meinen Pinsel draußen liegen lasse und meinen Kleber offen lasse. Aber durchaus kommt das schon mal vor, habe ich gehört. Also gerade jetzt so. Und ja, damit muss man einfach mal leben als Junk Journaler, wenn man sich gerade den Pinsel ein bisschen versaut hat. So wollte ich den hinsetzen. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, bei welchem Thema wir waren, worüber ich gerade philosophiert habe. Also, have a new start. Kleber an der Pfoten und gut ist. Genau, hier kommt wieder Schwarz hin. Ja, wir sind kurz vor der Mitte der letzten Signatur. So ein bisschen wie ein Manga, dieses Buch. Man liest das von hinten nach vorne. Also klar, geht auch andersrum, aber die Dark Side ist die hintere. So, und wenn ich die Dark Side dekoriert habe, dann könnte man theoretisch zur Covergestaltung übergehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich in welcher Reihenfolge mache. Also Cover ist ja schon grundgestaltet, ne? Aber da muss auf jeden Fall noch der Spruch drauf oder der Text My Dark Side. Genau, so die Bright Side muss natürlich My Bright Side. Und ja, dann ein paar Elemente. Vielleicht, wie ich ja vorhin festgestellt habe, werden Siegel auch ganz cool. Ich weiß, ein paar habe ich, glaube ich, noch. Also richtig, richtig viele. Ich weiß gar nicht. Ich kann auch mal wieder ein paar Siegel auf Vorrat machen. Ich glaube, ich brauche wieder ein neues Siegelwachs. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das nahezu nur zu olle. So, oben kann das bleiben. Hier unten schnitzel ich ein Stückchen ab. Blätter aber erstmal um. Ach guck, siehst du, da ist auch schwarze Spitze dran. Dann passt das ja wie A auf E, ne? Schon klar. So, dadurch, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, ist hier der Spaß. Jetzt haben wir auch trocken. Dann kann ich den Gentle-Herren da auch abdecken. Genau, dann habe ich diese Dame hier. Diese Dame bekommt einfach nur ein bisschen Spitze. Interessanterweise habe ich für sie wieder schwarz. Außerdem habe ich noch irgendwas mit Rot. Jo, Rot kommt auch noch. Alles klar, läuft bei uns. Ich habe nichts gesagt. Aber jetzt kommt wieder der Spaß. Ich brauche wieder die anderen Grillfolien hier, damit ich das abdecken kann. Also Grillfolie ist auch doof, ne? Also es ist so eine Gewebematte irgendwie. Es ist lustig, wenn man Silikonmatte bestellt und so eine Gewebematte bekommt. Ich meine, sie tut ihren Zweck, wie gesagt. Da darf ich nicht meckern. Und jetzt kommt hier schwarz drauf. Ich habe auch schon gesehen, da ist noch eine rote im Köcher und ich habe ja noch eine rote hier rumliegen, also theoretisch kann ich die noch irgendwo unterbringen. Ich denke, dieses Video wird wieder elendig lang. Wie gesagt, ihr wolltet, dass ich mit euch bastel und quatsche. Ich bastel mit euch und quatsche. Habt
da so gewollt, kriegt er jetzt auch so. Na, Bonnie, schläfst du auch noch gemütlich? Die kleine Bohne. Guck mal, Bonnie, Böhnchen. Ja, das war nicht mein Plan. Das war nicht so der Plan. Eigentlich wollte ich es nur ein bisschen runterziehen, weil ich mich mit dem Ende verkalkuliert habe, aber das hat nicht funktioniert. So. Jetzt. Jetzt hat es funktioniert und ich habe einen Klebefleck drauf gemacht. Schade. Na, den lässt sich abrubbeln. Sehr schön. Sehr braver Klebefleck. So locker aufliegt, passiert nichts, aber wenn ich das ein bisschen enger lege. So, jetzt ist echt die Frage, wo habe ich denn die anderen Backmatten eigentlich einsortiert? Also zwei habe ich jetzt gerade verbaut, okay, verstehe ich. Aber wo ist der Rest? Die müssen doch irgendwo sein. Die haben hier vorne schon mal geguckt, ne? Habt ihr meine Backmatten gesehen? Da ist eine. Ups. Oh. Da habe ich echt ein bisschen gekleistert, aber das wird schon funktionieren. Da habe ich eine schon mal wieder gefunden. Das ist doch schon etwas. Da steht noch einer auf der Vermisstenliste. Die ist hier. Yay, weil jetzt werde ich gleich eine brauchen. So, diese Dame hier, wieder bei einem Sohn, ne? Diese Dame hier wandert auf ein Schloss zu und wird hier jetzt festgesetzt. Letterbar festgesetzt. Klingt ein bisschen seltsam. Okay. Läuft bei uns. Mindestens der Kleber, den habe ich daher wieder reaktiviert. Hat dann ein bisschen Haut oben drauf. Ist ja auch jetzt nicht so ein Wunder, wenn man ihn offen stehen lässt, ne? Dann muss man mit der Konsequenz noch leben. Die habe ich auch noch. Yippie. Also hier habe ich eine Dame. Die wollte ich mal hier unten dran setzen. Dass man sie nach unten runterklappt. Das hat man nämlich auch noch nicht. Nach oben hat man jetzt schon. So sollte eh. War noch nicht nach unten. So, jetzt haben wir die Mitte nämlich schon überschritten. So. Sitz, Kleber. Sehe ich die Kante nicht so ganz? Das mal so, dass ich die Backmatte überhelfe. Die Glühmatte. Bleiben wir mal bei der Wahrheit hier. Das ist eine Grillmatte. Na, wie weit komme ich mit der Oh, ein Traum. Jetzt kommen wir zu einer lustigen Sache. Das kommt nämlich hier schräg. Also der Schatzi hier wollte ich so aufbringen, dass man schräg klappt. Und wenn mich nicht alles täuscht, genau, ist denn dann nochmal ein Letter to my future self. So hoch, so hoch, so hoch. Tja, ich habe jetzt nicht, also
Ich wollte ja eigentlich Strichliste führen, oder ja doch, Strichliste, das Verbrauchs hier, was so na, Tape rollen würde noch gehen, aber der Junk Journal Kleber, wie ich davon verbrauche. Ja, aber das habe ich nicht so gemacht und ich habe auch ein paar Projekte, muss ich auch zugeben, habe ich ein paar Projekte zwischenzeitlich auch gemacht, die auch auf das Konto des Klebers gehen, beziehungsweise die das Kleberkonto minimiert haben. So, jetzt bräuchte ich eigentlich die nächste Backmatte, die ich ja eben gerade so erfolgreich verbaut habe, ne? Grillmatte. Schauen wir mal. Ich muss eh mal gucken, wie viel hier noch irgendwie drin schlummert. Schlummert hier überhaupt noch was? Ja. Hier schlummert noch was. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Und noch eine Kante. Ein Traum in Dosen. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich gleich die Backmatte wieder irgendwo herholen. Aber erstmal mache ich das Schatzi hier. Genau, wieder oben fein zu einer kleinen Pocket. Und ich bin wirklich gespannt, was ich finde, was ich da reintun kann. Also ich habe ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ob ich sie dann wirklich so umbaue oder fertig mache. Man muss ja irgendwie ein Tag oder irgendwas sein, ne, was ich da reinpacke. Ich will die Rose hier überdecken. Ich würde euch jetzt gerne zeigen, was ich mache, aber dann würde ich wahrscheinlich mal anderes Aufgeklebtes da torpedieren. Okay, sagt sie. Ja, hier hat es sich schon gelohnt, seht ihr? Das ist der Kleber auf der Matte, den kann man dann ganz einfach abrubbeln. So, die habe ich dort. Die habe ich. Brauche ich hier, glaube ich, noch? Was ist mit dir? Ja, das geht. Das kann ich so lassen. Wunderbar, wunderbar. Letter to my future self. Hier wieder mit Papier drin. Und da hängt dann im stehenden Zustand das Bimselbamsel hier runter. Zum Date. Also ich habe schon mal auf meiner Tochter ein Buch gemacht. Ist auch schon ein bisschen her, aber da habe ich auch so ein Ding. Das hatte ich mal, ich glaube, in einer, weiß ich gar nicht, war das in einer Daphne's Diary oder in einer Happiness oder sowas. Letter to my Future Self gefunden. Und das hat viel benutzt, also da war sie ganz begeistert von und deswegen dachte ich mir, warum nicht auch im neuen Buch, ne? Gerade für so ein Teenie ist das, glaube ich, eine gute Idee. So. Aber wir nähern uns jetzt hier dem Endspurt oder wir sind auf dem Endspurt. Und diese großen Schreibseiten, ne, da werde ich maximal ein paar Sprüche draufpacken oder irgendwie sowas. Ja, werde ich schauen, dass ich da möglichst die Finger von lasse, sag ich mal. Also, dass die Schreibseiten auch Schreibseiten bleiben, wisst ihr? Ja, da werde ich gleich auch wieder eine gerne Grillmatte brauchen. Haben wir das gerade gerückt? So, die Alchemie bekommt eine rote Bordüre. Ich kann ja gleich schon mal ein bisschen spoilern. Ach, spoilern ist auch eine tolle Sache, oder? Ist sowieso lustig, wenn mir Leute bis hierhin folgen, ne? Also wenn ihr mir bis hierhin folgt und hier zuschaut, wie ich am Basteln und am Machen bin. Dann müsst ihr ja auch ein bisschen Zeit haben und hoffentlich sitzt ihr an eurem Basteltisch. Und hört euch mein Quatsche an, was ich hier so rumstapeln lasse und bastelt ganz fröhlich und freundlich an euren Sachen. Weil ich glaube, heute ist gar nicht so viel an Inspiration oder neuen Sachen für euch dabei, oder? Also ich meine jetzt so Seiten mit ein bisschen Spitze aufkleben und Letter to my Future Self ist jetzt nicht so eine neue Erfindung. Ist ja schön, wenn man es hat. Neue Erfindung ist es bei weitem nicht.
Modelle. Klappen wir jetzt mal vorsichtig. Das habe ich richtig festgedrückt. Nochmal. Nochmal, nochmal. Jetzt brauche ich wieder eine Backmatte. Mal gucken, welche sich jetzt zu holen ist. Ihr merkt schon, die deutsche Sprache schwindet. Ja, dich brauche ich da noch. Dich kann ich da nicht weglassen. Dich auch nicht. Was ist mit dir? Und dich irgendwie auch nicht. Das sind drei. Das ist die vierte. Where the heck is the fourth? Irgendwo muss auch noch die vierte sein. Ach Leute, wisst ihr was? Ja, guter Weihnachtsmann. Ich wünsche mir diese Dekormattenteile. Wir machen das jetzt mal anders. Ich habe noch eine Silikonmatte, die ist zwar ein bisschen angematscht, aber wenn ich da... Ah, ich guck mal. Ja, geht. Ja, cool. Eine Seite ist ein bisschen weiß, die sollte ich vielleicht nicht nehmen, sonst bleibt das an dem Kleber kleben. Wenigstens für diese Seite jetzt. Und das ist halt meine... Jetzt mache ich ja Werbung, ne? Also. Egal. Das ist keine Werbung oder irgendwie sowas. Das ist nur zufällig ein Produkt mit Namen. Aber ich meine, wir haben ja ständig irgendwie Produkte mit Namen irgendwo drin im Bild. Also von daher ist es eigentlich auch egal, ne? So, genau, diese Lady hier, dadurch, dass sie so viel Weißanteil hat, habe ich da gedacht, das passt wunderbar auf diese Seite. Ja, und das passt sich jetzt auch mit der roten Bordüre, die ich jetzt hier gerade ja dran gepackt habe. Auf dieser Seite habe ich keinen Bordürenstanzer verwendet, weil ich, ja, ich weiß auch nicht, weil ich irgendwie, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Eigentlich wollte ich das so anpinseln. Ja, also, warum habe ich keinen Bordürenstanzer verwendet? Weil die sehen alle so fröhlich aus. Also die Dark Side ist auch jetzt nicht unbedingt eine traurige Seite, aber sie ist mystisch und düster und nicht fröhlich und flaurig. Ihr wisst, was ich meine. Mystisch, düster. Und nicht happy, düster. Das ist der große Unterschied. So. Da ist sie, die Dame. Jetzt habe ich immer noch da so einen roten Streifen rumfliegen. Wie viel haben wir denn noch? Oh, eigentlich habe ich nur noch eine Bordüre. Und das ist die letzte Seite. Dann machen wir das doch einfach mal so. Trick 17. Jetzt kann das nämlich offen bleiben. Habt ihr auch solche Zirkeleien, wenn ihr bastelt? Dass ihr da steht und denkt so, verdammt, ich würde jetzt super gerne weiter basteln, aber meine Seiten kleben. Und ich habe nicht genug Silikonmatten, Grillmatten, Nase nicht gesehen. Lief das genauso oder bin ich hier die einzig verpeilt an der Stelle? Kommt das mal vor, als wäre ich irgendwie schlecht vorbereitet. Auch wenn ich jetzt hier, oh, ich habe so unfassbare Mengen an Bastelmaterial, Werkzeugen und so. Und trotzdem beschleicht mich immer mal wieder das Gefühl, ich bin nicht richtig vorbereitet. Gerade wenn solche Aktionen sind wie hier jetzt so. Ich kriege meine Seite nicht. Vor allen Dingen, ich will ja weitermachen, ne? Also ich will jetzt hier nicht bei jeder Seite irgendwie eine halbe Stunde warten. Gar nicht. Was habe ich denn gemacht, als ich diese Grillmatte noch nicht hatte? Also es gab Zeiten, da hatte ich die noch nicht. Muss man ganz klar sagen. So, jetzt habe ich das hier runtergezogen. Ist auch spannend. Du möchtest aber da oben bleiben, bitte, danke. So.
So, jetzt müssen wir hier mal zirkeln und hier die Ende abschneiden. Schwupps, die Wupps, oben passt's. Wenn nicht ganz, nicht hundertprozentig. Ah, jetzt. So, dadurch, dass hier dieses kleine Büchlein noch drin ist, was man hinterher flappen kann, ist diese Seite nicht gefährdet. Alles klar, Leute, das war eine schwere Geburt. Puh, viermal das Video unterbrochen und allen möglichen Klimbim. Aber jetzt haben wir es. Jetzt sind die, ja, sag mal, Basic-Ergänzungen mit drin. Und als nächstes darf ich hier schon mal ein bisschen spoilern. Guck mal, so ein voller Umschlag, oder? Das ist doch der Knaller. Und das soll alles hier einziehen. Nebst noch ein paar Seiten, die ich in Pockets packen werde. Nur das werde ich, ja, das werde ich ohne euch machen, Musik anmachen und mal ein bisschen Späne. Euch nehme ich wieder mit, wenn es darum geht, das Cover zu ergänzen. Da freut euch schon mal drauf, weil das wird bestimmt interessant. Auf jeden Fall, mein Versuch hat funktioniert, habe ich ja schon gesagt. Und dementsprechend geht es an der Stelle weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und das war echt ein langes Video. Ich danke euch vielmals und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.